Das iPhone-Feature, das uns Apple bislang vorenthält. Jetzt in den Giga-Headlines. Letzte Woche haben wir über die neuen iPhones gesprochen. Ein bestimmtes Feature kam noch nicht, könnte es aber demnächst. Nicht unbedingt, weil Apple es will, sondern weil die EU es vorschreibt. Die EU-Kommission hat einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem die Ports aller Smartphones, Tablets, Headsets und anderer mobiler Geräte harmonisiert werden sollen. Damit soll USB-C in der EU verpflichtend genutzt werden. Apple könnte damit also den Lightning-Anschluss verlieren, zumindest in der EU. Denkst du echt, die machen dann zwei unterschiedliche, also würden zwei unterschiedliche iPhone-Modelle machen, einmal mit Lightning und einmal mit USB-C? Who knows? Es wird außerdem gefordert, keine Ladegeräte den Geräten mehr beizulegen. Fast-Charge-Techniken sollen harmonisiert werden, sodass Smartphones mit jedem kompatiblen Ladegerät schnell geladen werden können. Oh, das wäre so super. Das wäre so super. Es geht mir immer so auf den Sack, wenn ich bei meinen Eltern bin und das Samsung-Ladegerät nehme und dann das OnePlus einfach mal gefühlt 3 Tage braucht, bis es vollgeladen ist. Tritt das Gesetz in Kraft, haben die Unternehmen 2 Jahre Zeit, sich daran anzupassen. Sicherlich wird auch folgendes Smartphone mit USB-C kommen. Wann gibt es endlich wieder ein Galaxy Note? Fragen sich Fans des Galaxy Note, die in diesem Jahr kein Galaxy Note gesehen haben. Obacht! Let's Go Digital hat beim chinesischen Patentamt eine Patentzeichnung von Samsung Display gefunden, die gleich 2 Gerätegattungen miteinander verbindet. Auf der einen Seite das Galaxy Note mit S Pen und großem Display. Auf der anderen Seite das Galaxy Fold mit noch größerem Klappdisplay. Zusammen ergibt das das Galaxy Flex Note. Das Smartphone kann normal zusammengeklappt genutzt werden, klappt man es auf, erweitert sich das Display und es kommt der zum Laden hinterlegte S-Pen auf der Innenseite zum Vorschein. Momentchen mal, hat sich der Samsung etwa beim Design von Huawei's Mate XS bedient? So oder so, das Patent wurde im letzten Oktober beantragt, es wird also schon einige Zeit daran gearbeitet. Vielleicht verschwindet es auch nur in der Schublade. Lange gearbeitet hat Sony bestimmt auch am neuen Update für die PS4. Im Frühling gab es erste Meldungen, was bei einem Ausfall der verbauten Knopfzelle bei der PS4 passiert. Kurzum, man kann nicht mehr offline spielen und die Trophäen werden nicht mehr getrackt. Der Grund? Die Batterie wird auch dafür verwendet, die Systemzeit der Konsole zu synchronisieren. Damit mit den Trophäen kein Schindluder betrieben werden kann, werden sie nur aktiviert, wenn die Konsole online ist und die Systemzeit vom PSN bestätigt werden kann. Dem Problem hat sich Sony nun angenommen. Mit dem PS4-Update der Version 9.0.0 können die Spiele nun offline gestartet und sogar Trophäen erspielt werden, auch mit nicht funktionierender Batterie. Dafür berichten einige Gamer nun über neue Probleme, etwa dass einige Apps nicht mehr starten oder dass die Performance in Spielen nach dem Update nicht mehr ganz optimal ist. Nicht ganz optimal ist auch die Situation des Glasfaserausbaus in Deutschland. Die Deutsche Telekom hat sich 2019 mit dem regionalen Anbieter EWE zu Glasfaser Nordwest zusammengeschlossen, um 300.000 Glasfaseranschlüsse im ländlichen Raum innerhalb von 4 Jahren auszubauen. Vodafone und die Deutsche Glasfaser hatten gegen diese Kooperation geklagt und nun vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht Recht bekommen. Was das für den Ausbau bedeutet? Die Telekom sagt dazu, wir werden alle rechtlichen Optionen prüfen und weiter ausbauen. Das Kartellamt soll nun diese Kooperation neu bewerten. Wir bewerten, dass diese Folge jetzt beendet ist. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein!